unterwegs bin in der Stadt oder Besorgungen mache oder mit Menschen einfach so zusammentreffe, dann stelle ich fest, dass es immer noch dieses dominierende Angst- und Stressgefühl unter den Menschen gibt. Diese soziale Distanz, die jetzt eingeübt wurde, nimmt immer mehr Raum. Menschen begegnen sich mit großer Vorsicht, sie drücken sich aneinander vorbei und dieses soziale auf Abstand gehen, komm mir ja nicht so nahe, das ist etwas, was die Menschen sich jetzt tatsächlich zum großen Teil angewöhnt haben. Es wurde erwartet und alle haben sich in diese soziale Distanz hineinbegeben. Ich sehe, dass das für unser Volk, für das, was uns so auszeichnet, kontraproduktiv ist, weil wir als Deutsche sowieso schon sehr stark immer von Abgrenzung und ich und meins und ja, komm mir ja nicht zu nahe, weil das schon in uns oft so stark verankert ist. Jetzt in dieser Situation haben wir Ostern gefeiert, das Auferstehungsfest. Und ich habe empfunden, dass noch nie Ostern oder dieses Fest, dieses fröhliche Familienfest, so überschattet war von unguten Gefühlen, von Angst, von Stress und jeder musste zu Hause bleiben und ja nicht vor die Haustür gehen. Es war noch nie so dominiert von Angst wie in diesem Jahr. Ich habe dann in diesen Tagen wieder mich ganz neu beschäftigt mit der Auferstehungsgeschichte. Mit dem, was passiert ist. Ich hatte jetzt über dieses Fest eher den Eindruck, oh, wir sind alle bei Karfreitag stehen geblieben. Diese Trauer und dieses Dunkle und die dunklen Stunden, die da waren und Jesus ist im Grab. Und das war so das Gefühl, was ich so wahrgenommen habe unter den Leuten. Es fehlte einfach diese, er ist auferstanden. Diese Osterfreude, dieser helle Morgen, der nach dieser Todesnacht kam. Dieses freudige Aufstehen, dieses, wo die Frauen zum Grab kommen und das Grab ist leer, der Engel sitzt da drin und er sagt, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und dieser Jubel und dieses, was wir ja als Christen feiern, dieses neue Leben, was er gegeben hat, dieses, dass alle unsere Schuld vergeben wurde, diese Freude, die von innen kommt, Freude, die uns niemand nimmt, das habe ich so bedrückend erlebt wie selten in den letzten Jahren. Ja, es gab schon auch in meinem Leben oder in unserem Leben gab es schon auch Oster- oder Auferstehungsfeste, die betrübt waren, die von persönlichen Situationen, die sehr schwer waren, sehr schwer zu ertragen waren, die damit überschattet wurden. Und genau so ein Gefühl hatte ich jetzt wieder. So ein Gefühl im Geist, dass nicht die Freude dominiert, dass der Herr auferstanden ist. Er ist nicht im Grab geblieben. Und wenn du jetzt im Moment eine Situation empfindest in deinem Leben, wo du sagst, ich bin wie in einem Grab, in mir ist alles dunkel, in mir ist es leer, ich habe dieses nicht, ich habe es irgendwie verloren. Ich sage dir, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden in deinem Leben, für deine Situation, für die Bedrängnis, die du jetzt empfindest. Lass dich nicht dominieren, dass der Stein vor dem Grab ist. Der Stein ist weggerollt. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und dieses war für mich wirklich ganz neu eine, wie eine Befreiung, ein Befreiungsschlag. Ich habe mich wirklich damit beschäftigt, wie das ist, dass Jesus auferstanden ist. Wir haben vorher die Geschichten gelesen, als Jesus unter dem Volk wandelte, als er dem Gelähmten zugesprochen hat, steh auf und wandle, und der Gelähmte stand auf. Die Dinge, die in deinem Leben wie lahm geworden sind, sie werden nicht so bleiben, sondern der Herr sagt, steh auf, komm und laufe in Gesundheit. Der Herr hat zu dem gesagt, zu dem Bartimäus, der blind war, du wirst nicht blind bleiben. Er hat seine Augen geheilt und er konnte sehen.
In deinem Leben wird es nicht blind und dunkel und begrenzt bleiben, sondern der Herr sagt zu dir, werde sehend. Schau, werde sehend und du wirst sehend werden. Der Herr möchte, dass du in Gesundheit kommst, dass du in Kraft kommst, dass du in Zuversicht kommst und dass du verstehst, er ist für mich auferstanden. Wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, wenn du diesen Schritt getan hast, Jesus den Herr deines Lebens sein oder werden zu lassen, dann ist das genau diese Situation von dem Ostermorgen. Vorher warst du wirklich in dem Grab. Es heißt in der Bibel, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber durch Jesus ist ein Angebot gekommen, etwas, wo er die Hand zu uns ausgestreckt hat und gesagt hat, hey, ich bin für dich gestorben und du kannst leben, wenn du Leben von mir nimmst. Und so ist es in unserem Leben dazu gekommen, wenn wir diesen Schritt gewagt haben, seine Hand zu erfassen, dass wir in die Neuheit des Glaubens, in die Neuheit des Lebens, in eine neue Identität, in eine Neugeburt gekommen sind. Das ist Ostern. Das ist, der Stein ist weggerollt. Das ist, dir wurde vergeben. Das ist, deine Schuld ist von dir weggenommen. Ich habe sie mit ans Kreuz genommen. Du bist frei. Das Grab ist leer. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Das ist die Botschaft von Ostern. Genauso kennst du die Geschichte von den Jüngern, die auf dem See waren und dieser Sturm kommt. Diese Bedrängnis durch den Feind. Ich glaube nicht, dass Gott diesen Sturm geschickt hat, um die Jünger zu prüfen. Sondern ich glaube, dass dieser Sturm kam, damit sie die Macht und Kraft Jesus sehen und erleben können. Und wenn in deinem Leben jetzt Sturm ist, wenn diese Zeit, in der wir sind, diese Herausforderung, dieser Nervenkrieg, dieses Auf und Ab und keiner weiß, wie wird es und behalte ich meinen Job oder geht der Job weg, wie bringe ich meine Familie durch, wie können wir diese Zeit der Begrenzung immer noch aushalten? Ich glaube, dass das Gefühl ist von Sturm und du hast den Eindruck, Jesus sitzt im Boot oder liegt im Boot und schläft. Und der Sturm ist da. Und ich möchte dir sagen, vertrau dem Herrn. Er ist der, der den Sturm in deinem Leben zum Stillstand bringt. Er wird eine Lösung für dich haben. Er wird eine Lösung für dich finden. Und vertraue ihm, er ist bei dir in deinem Boot. Schau, der Herr ist nicht überrascht von dem, was jetzt hier bei dir, bei mir, in unserem Land passiert. Seine Pläne sind festgeschrieben in seinem Wort. Forsche in seinem Wort, damit du das erkennst. Und seine Macht und seine Kraft ist die gleiche. Er verändert sich doch nicht. Gott ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Es gibt keine zweite oder dritte Macht, die man nochmal irgendwie aufwärmt oder die man irgendwo herholt. Nein, Gottes Macht ist die gleiche, die Jesus aus dem Grab geholt hat, ist die gleiche Macht, die in dir und mir wirksam ist. Als ich mich in diesem Ostertext vertieft habe, als ich das wieder gelesen habe, als das so wie ein Hoffnungsstrahl in mein Leben wieder neu reingeleuchtet hat, dieser Ostermorgen nach dieser Nacht, da bin ich ein bisschen weitergegangen und in Johannes 21 wird uns beschrieben, wie Jesus den Jüngern begegnet an dem See Tiberias. Das ist eine zutiefst spannende Geschichte. Denn in diesem Bericht wird uns erzählt, dass die Jünger zurückgegangen sind zum Fischen. Ich denke, das, was sie vorher mit Jesus erlebt haben, das war granatenmäßig gut und besonders und eine besondere Zeit zwischen den Jüngern und Jesus und im ganzen Volk. Aber dann kam diese Kreuzigung.
Und das hat alles irgendwie verändert in ihrem ganzen Denken, in ihrem ganzen Empfinden. Und am Anfang von diesem Text lesen wir, dass Petrus sagt, ich gehe fischen. Und die Jünger sagen, wir auch, wir gehen mit. Das heißt, sie haben einfach gesagt, okay, dann machen wir das, was wir vorher auch schon gemacht haben. Hauptsache, wir kommen irgendwie jetzt weiter. In Vers 4 lesen wir, als aber der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger gar nicht, dass es Jesus war. Und Jesus spricht zu ihnen, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Und dann kommt dieses besondere Wunder von dem Fischfang. Die Jünger fangen Fische so viel, wie die Netze auch nur halten können. Jesus sagt dann in Vers 12, kommt her, frühstückt. Das ist diese Situation, die für die Jünger wahrscheinlich die größte Dimension, das größte Ausstrecken all dessen hatte, was sie überhaupt begreifen konnten. Am Anfang von diesem Bericht heißt es, die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jetzt, als er sagt, komm frühstücken, da ist es so, dass es da heißt, denn sie wussten, dass es der Herr war. In dieser Zwischenzeit ist dieser Fischfang passiert. In der Zwischenzeit haben sie wieder neu ein Wunder gesehen. In der Zwischenzeit haben sie dieses Zeugnis, dieses innere Zeugnis von Petrus gehört, es ist der Herr. Und dann heißt es hier, sie wussten, dass es der Herr war. Auf einmal hatten sie eine Erkenntnis, das muss der Herr sein. Und ich hatte mich dann daran erinnert, dass es ja auch schon diese Begegnung gegeben hat zwischen Jesus und den Emmaus-Jüngern. Das ist überhaupt ein Bericht, der mich immer, immer fasziniert, erfreut, ermutigt, auferbaut. In diesem Bericht von den Emmaus-Jüngern heißt es nämlich, brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach. Das war der Moment, als Jesus das Brot gebrochen hat, als er bei ihnen sitzt und ihnen es gegeben hat. Und das muss der Augenblick gewesen sein, als sie auch seine Wundmale gesehen haben, als sie erinnert wurden daran, hey, das war doch das, was wir immer mit ihm zusammen erlebt haben. Er dankte, brach das Brot und gab es ihnen. Das war das Zeugnis schlechthin. Und sie sind voller Jubel und voller Freude und sie sagen, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns sprach. So, das ist mein zutiefster Wunsch für dich und mich, dass wir dieses Brennen in unserem Herzen haben, dass wir es neu entfachen. Wenn du sagst, also bei mir brennt nichts, also ich finde das alles hier nur stressig, also ich finde das wirklich herausfordernd und wie kann man in diesen Zuständen, die jetzt hier sind, wie kann man da überhaupt Freude oder Brennen oder irgendwas empfinden? Doch, das kann man. Weil das, was wir im Geist erleben, das, was wir in der Beziehung von Jesus und uns erleben. Das geht weit über das hinaus, was wir im Natürlichen erleben. Du kannst innerlich in deinem Herzen, in deinem Leben so ermutigt, so auferbaut, so befähigt sein, mit Freude ausgerüstet sein, mit Kraft, mit Macht, mit allem, mit Ermutigung, mit Segen, dass es in dir brennt wie ein Feuer. Und das ist etwas, was wir haben müssen. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach. Hey, frühstücke doch mal mit Jesus. Stell dir doch einfach mal vor, du frühstückst und Jesus sitzt mit dir am Tisch. Du schaust ihn an. Du sprichst mit ihm. Du sagst, Herr, sieh dir das an, was hier bei mir los ist. Und schenk mir eine Antwort. Sprich zu mir. Rede zu mir. Ich weiß, wer du bist. Und wenn ich da irgendwie noch nicht so das tiefe Bewusstsein habe, schenk es mir. Heiliger Geist, arbeite in meinem Herzen. Lass mich eine Quelle öffnen in dir, dass ich empfange, dass ich erfrischt werde von dem Wasser deines Heiligen Geistes. Lass dieses Brennen in mir sein. Ich will wieder neu brennen. Ich will wieder neu das empfinden, wie das ist,
wenn mein Herz für Jesus brennt. Die, die sich bekehrt haben, die also wissen, wie dieses Bekehrungserlebnis in ihrem Leben gewesen ist, die wissen ganz genau, wie sich dieses Brennen anfühlt. Das ist, wie in der Bibel geschrieben wird, diese erste Liebe, die wir empfunden haben, als wir uns im Herzen für Jesus entschieden haben. Da war dieses Brennen, da war diese erste Liebe. Und mein zutiefster Wunsch für mich, für dich, für uns ist es, brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach. Bring dich dahin, dass du mit ihm sprichst, dass du in der Beziehung mit ihm wirklich, gegründet bist, ganz tief, dass du darin ruhst, dass du weißt, er ist da und er wird dir das geben. Ich bin 100% sicher, dass er diese Bitte niemals abschlagen wird. Gott hat mehr für dich.